Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tiller und wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir hier in der Hauptstadt Waldraken erledigen können und da wollen wir uns einmal den Erfolg anschauen, den wir unter Erkunden finden und dann Dracheninseln und das Ding schimpft sich Zahnflatterfeuerkämpfer. Langer Name, was müssen wir dafür machen? Erhalte 10 Punkte in einem Spiel Zahnflatterfeuer. Und wo finden wir das? Wir sind einmal hier in der Hauptstadt und zwar in Waldraken und dann hier unten unterm Flugdut auf den Koordinaten 42, 70. Wie läuft das Ganze? Das Ganze ist im Endeffekt wie Steinschere Papier. Wir haben aber nicht Steinschere Papier, sondern wir haben hier, ihr seht, hier ist die Treppe, da hinten geht es ein bisschen weiter. Oben ist der Flugdut und unten ist eine Statue und bei der Statue können wir ein, quasi auswählen, was wir haben möchten, ob wir jetzt hier diese Zähne haben wollen oder so ein Speedbuff, der ist Flatter, warte mal, ich kann das gerade nicht auswählen, weil ich schon was ausgewählt habe, aber damit behelfen wir uns jetzt mit meinem zweiten Account. Machen wir das mal kurz, also hier ist die Statue und da können wir dann auswählen zwischen Zahn, Flatter, Feuer. Und im Endeffekt läuft es so, Zahn ist gegen Flatter gut, Flatter ist gegen Feuer gut und Feuer ist gegen Zahn gut. Also es ist ein klassisches Steinschere-Papier-System. Und man braucht da im Endeffekt 10-mal den Buff. Wie läuft das? Einer wählt zum Beispiel Flatter aus, das ist das mittlere. Und ich habe jetzt hier Zahn ausgewählt, jetzt laufe ich über den drüber und kriege den Stack um 1 hoch. Dann ist sein Buff runter, er wählt jetzt wieder Flatter aus, lauf drauf, hab 10 Stacks. Und ich kriege mein Achievement. Wenn ihr hier quasi keinen anderen Spieler habt und es random macht, wollen die anderen natürlich euch quasi auch jagen und wählen dann immer das aus, was schlecht oder schlecht für euch ist. Am einfachsten ist es einfach, ihr sucht euch einen anderen Spieler. Der eine wählt dann 10-mal Flatter aus, ihr wählt dann Zahn aus, lauft 10-mal auf ihn drauf und dann macht es andersrum. Beide haben ihr Achievement und gut ist. Ihr könnt das Spiel aber halt auch normal spielen gegen irgendwelche Randoms und die ewig rummachen. Würde ich euch nicht empfehlen. Ich habe das jetzt hier mit jemandem aus dem Stream gemacht. Und ja, das war eine kurze Sache. Ich zeige es nochmal auf der Map. Also in Waldraken und dem Flughändler auf den Koordinaten 42, 70. Und dann halt dementsprechend, jetzt können wir es euch auch hier nochmal zeigen, Zahn gut gegen Flatter, Flatter gut gegen Feuer, Feuer gut gegen Zahn. Also wenn ihr das Achievement machen wollt, wählt Zahn aus. Der andere wählt immer wieder Flattern aus. Und dann lauft ihr 10-mal auf ihn drauf. Easy Achievement. Gut, das war es mit dem Erfolgsguide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Euer Tiller, bis zum nächsten Mal. Ciao.